Tinder Fremdschämen Next Level. Weiß nicht, was mich hier erwartet, aber es ist wohl Straßentinder. Da gehen Damen und Herren hin und müssen sich gegenseitig bewerten und sagen, ob das dann auch ein Date wird oder nicht. Ja, ich bin gespannt. Erstmal Applaus. Dafür, dass er versucht hat, mich irgendwie fertig zu machen, was er nicht geschafft hat. Deinen Schweiß abwischen und deine Meckes-Augenbrauen ein bisschen zupfen. Was? Also hier wird richtig gefrontet oder was? Mach deinen Mund, in deinen Mund rein, Anna. Ich will deine 2 mm nicht in meinem Mund haben. Ja und? Meine Nase ist länger als ein What the fuck, wie reden die? Mädchen, das kommt ins Internet. Das sehen Menschen. What the fuck? Eine Isse und deine. Ey, sag mal, wie redest du alle? Warum hast du was rausgeschmissen? Was ist los? Was ist los mit dir, Lang? Junge, du bist ein Quatsch! Damen und Herren mit Klasse. Hör mal auf zu reden! Wallah, Bille, sie lügt. Warum lügst du lang? Sag mal, ich schwör auf alle. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt geben will und kann mental, jetzt rein mental. Ob mir das einfach zu unangenehm und cringe dazu ist. Mutter, Mann, da wird. Okay, way. Aber auch wieder, genau, ihr habt recht, wieder praktisch, dass auch da Corona abgesagt wurde. Yo, ihr könnt schon sehen, wir sind mal wieder in Hanau. Stellt euch. Was für in Hanau, okay. Stellt euch mal vor, ihr folgt Pumping MNKY und der sagt so, yo, wir drehen jetzt gleich ein Tinder-Video, wer will, kommt zum. Ist das hier der Bahnhof? Zum Busbahnhof oder so. Und dann geht ihr dahin, um die Liebe eures Lebens zu finden. Ja, dann. Ein in die Masse. Jetzt mit Hanau gemacht, Bruder. Hanau wird auseinandergenommen. Hanau wird auseinandergenommen. Ihr könnt schon sehen, Vollausstattung, die gefällt. Weiß ich jetzt nicht, ob die Wortwahl angebracht ist nach den Ereignissen 2020, aber naja. Ich geh meine Klamotten, Bruder. Zu fresh. Check Sidejeans ab, ihr wisst Bescheid. Pumping 15, Rabattcode. Oh, gib mir noch einen. Warte mal. Kannst du mir irgend so einen Tinder-Beat geben? Ein Kinderbeat? Yo, Olli, was geht? Boah, Tinder-Beat. Ja, so. Tinder-Beat? Ich hab schon Kinder-Beat. Du weißt schon, um was heute geht. Pops nehmen, Bruder. Ey, Bro, what the fuck ist das für ein Video? Das ist Bescheid. Yeah. Jetzt wird Hanau hops genommen. Wir gehen einmal. Bro, das kann man doch nicht sagen. Mal unsere kompletten Jungs einmal durch. Guck dir das. Okay, also das sind die Herren zum Verlieben heute. Mann, McDonald's Augenbrauen. Oh mein Gott. Der berühmte Flüschi aus Hanau. Spaß, was? Ibolala. Okay, und unsere Ladies. Oh mein Gott, die ist. Da ist ja eine hübscher als die andere, ey. Guck mal her, Spaß. Oh, Eminem, was geht, Alter? Okay, ist. Ja, okay. Also, alle, die ganze Truppe hier, stolz. Ja, ich will jetzt auch nicht vor. Wir machen mal was Neues. Was hast du gesagt? Wir sind in Deutschland, Mann voran. Okay, normalerweise. Wir sind in Deutschland, Mann voran. Okay. Normalerweise fangen wir mehr Ladies First an. Heute machen wir das mal bei den Jungs. So, dann haben wir schon mal den ersten. Wie heißt du? Masken an, sehr vorbildlich. Yusuf, hast du Angst vor Corona? Ja, sehr. Okay, du weißt, was deine Aufgabe ist? Ja. Check mal das Mädchen hier einmal von oben nach unten ab. Und jetzt müsst ihr die bewerten, oder was? Yusuf, hast du sie abgecheckt? Yep. Jetzt begründe es. Würdest du sie daten? Ja, nein. Nein. Nein? Nein? Nein. Okay. Yep. Warum? Also, passt mir nicht. Also, ist mein Typ, aber jetzt nicht gar nicht. Ist mein Typ, aber jetzt nicht gar nicht. Krampf. Was? Sie ist mein Typ, aber ich kann nicht. Warum nicht? Wegen ein paar Sachen sind privat so. Du bist vergeben. Du bist verliebt. Fast. Warum geht man denn dann zu einem Straßentinder? Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass wir uns sowas hier reinziehen, sag ich ehrlich. Ja? Yeah? Oder hat so ein Front. Jason, ich hoffe, du bist zufrieden, wenn du das hier guckst. Besser ist ja, guck mal, diese Mädchen, was ist das? Okay, also du bist verliebt und machst hier trotzdem mit. Geh raus. Ja, so. Bleib hier, komm. Okay, jetzt hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Hi. Hi. Wie heißt du? Alena. Alena, warst du schon Landsmann? Türkin und Albanerin. Okay. Nur die Sache ist jetzt doof, dass sie schon weiß, was er sagt, weil wenn er Nein gesagt hat, wird sie ja dann nicht Ja sagen. Aus Stolz jetzt. Krass, höre ich auch zum ersten Mal. Okay, Alena, du weißt, was deine Aufgabe ist? Nein. Scan mal diesen Typen einmal von oben nach unten ab. Hast du ihn gescannt?
Ja. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Und du hör auf, mit dem Kopf zu schütteln. Darfst du ehrlich sein? Ich 10er, wenn die 18 ist. Ich darf ehrlich sein. Wenn ich ihn besser kennenlernen würde, dann denk ich mal, ja. Ah, du hast mich gekocht. Du hast mich gekocht. Nein, nein, das war, hat gesagt. Hey, mich. Warum sagt der Walla nein? Das ist aber auch wieder, ey, Alter. Mal nicht ein, geh mal zurück. Aber trotzdem, also ich soll ja davon reden, was ich so finde, genau. Oder? Also ich hab ja gesagt. Du sagst ja. Ich bleib bei meinem Ja. Guck mal, was ein korrektes Mädchen. Oh. Ich bleiben. Obwohl du Nein gesagt hast, hat sie Ja gesagt. Okay, aber krass. Ich mag das, wenn Tinder gut anfängt. Es fängt schon mal gut an. Also, wir haben hier Ja? Ja. Du sagst? Nein. Aber trotzdem Ja. Aber trotzdem Ja, okay. Der treue Boss. Trotzdem Ja? Okay, komm. Was für ein Format. Okay. Dann gebt euch mal die. Ich bin gespannt. Ja. Walla, bin ein Ey, beruhig dich mal. Mach dich nur dumm rein, Alter. Mach deine Kuppel rein. Was hast du gesagt? Hat jemand Desinfektionsmittel? Das war hops genommen. Oh. Wir gehen mal eins weiter. Stell dich mal vor, wie du heißt. Marwan. Was? Marwan. Ja, der Mundschutz, der bringt, das wurde ja nachgewiesen, dass der so am meisten bringt. Ne? Wissen viele nicht. Ich heiße Marwan, ja Salami. Okay, Salami. Ey, ja Salami. Check mal das mit, schreib mal von... Salami, ja Salami. Warte doch mal, check mal das mit, schreib mal von oben nach unten. I've been really trying, baby. Okay, die Ballerinas hätte ich jetzt nicht gewählt. Walla, was? Warte, sag, ich will sie niemals daten. Stichel nicht, sei leise. Uff, der Fitnadon hier. Ja, hier, der allerneue. Jetzt sag uns. Ja, Salami. Würdest du? Ja, Salami, ja, Salami. Wie heißt du denn? Marwan, Marwan. Marwan, wozu hast du eine Maske an, wenn du mich eh anspuckst? Danke. Ja, so. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Nein. Warum? Sie hat keine Beine, Salami. Sie hat keine Beine. Wie, sie hat keine Beine? Sie hat doch Beine. Aber dünke, sagen wir so. Ah, okay. I like my women, nee, I like my women BBW. Ja, Salami? Ja, Salami. Ja, Salami. Was, Salami? Ja, wie oft will der noch hier Salami sagen? Ja, Mann. Ja, Bock auf Salami? Also, du wirst sie nicht daten, weil? Ich möchte heute Abend lieber eine Salami haben als ein Mädchen. Sie hat keine Beine und keine T***en, ja, Salami. Finde ich aber gut, wie tiefgründig und mir fehlen einfach die Worte, wie tiefgründig dieses Format hier ist. Okay, dann haben wir, ja, Salami seine Meinung. Jetzt gehen wir mal rüber und hören. Okay, sie sagt jetzt bestimmt ja. Die Meinung von drüben, Mann. So, stell dich mal trotzdem für die Leute vor, die dich noch nicht kennen. Ich bin Emine, ich bin... Hey, wieso sollte man die denn kennen? 19 Jahre alt und komme aus Hanau. Okay, Emine, du weißt, was deine Aufgabe ist. Ja, ich muss den abchecken. Nicht nur für dich, genau, auch für die Zuschauer. Wir scannen jetzt mal, ja, Salami, einmal von oben nach... Okay, Emine, begründe es. Würdest du ja Salami daten, ja oder nein? Niemals. Also optisch gesehen ist er gar nicht mein Typ. Und dafür, dass er versucht hat, mich irgendwie fertig zu machen. Was er nicht geschafft hat. Was er nicht geschafft hat, sollte er erstmal seinen Schweißofen abwischen. Front Season. Und seine Megis-Augenbrauen mal ein bisschen zupfen. Hast du das gerade gehört? Dein Schweiß abwischen und deine Megis-Augenbrauen ein bisschen zupfen. Mitten im Leben. Guck dein Auge an. Meine Augen sind schön. Alter, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Der schwitzt so krass, das ekelt mich so an. Okay, also du würdest ihn nicht daten. Nein. Weißt du was? Dein Dings, dieser Vinagel. Ich verstehe nicht, warum man im Sommer eine Jacke anzieht. Was hast du gesagt? Weil heute Morgen war es. Die ist auch wirklich niveauvoll. Finde ich gut, wie die so argumentativ und mit sinnvollen Sätzen sich gegenseitig halt auch fronten. Ja, nice Yachtmaster 2 hier hinten, by the way. Geil. Wolltest du einfach deinen Bauch verdecken? Was hast du gesagt? Wolltest du deinen Bauch verdecken? Ne, willst du zeigen? Willst du zeigen? Prügelei. Bevor du... Zahlen die eigentlich auch unsere Rente? Ja, Leute, Informationen zum Selbstständigmachen findet ihr bei der Agentur für Arbeit und auch auf Google und so weiter. Deswegen, ja, also kann ich die wirklich jedem nur ans Herz legen. Bevor du deinen behaarten Bauch zeigst, kannst du bitte den Dreck von deinem Bauchnabel entfernen. Okay, ey, direkt Eskalation, Hanau, wir sind...
so in 80 Jahren oder so, die Kinder, die dann geboren werden, so die werden gar nicht mehr wissen, was Rente ist. Gewöhnt, also? Nein. Niemals? Niemals. Okay, nein. So, wir gehen mal weiter, komm mal her. Okay, er hier ist auch wirklich ein ganz lustiger Kandidat, ich bin jetzt auf ihn gespannt. Er hier hinten mit einer JP-Cap nochmal representen. Gar nicht vorzustellen, weil der ist schon eine Legende. Was geht ab, Leute? Hey, sucht er schon ewig seine Liebe in dem Format raus? Ich bin Ibo Lala. Okay, Ibo Lala, du weißt, was deine Aufgabe ist? Ja, Bruder. Ibuprofen. Check mal einmal sie von oben nach unten ab. I've been really trying, baby. Okay, Ibo, jetzt begründe es. Würdest du sie daten? Ja, nein. Walla, niemals, Bruder, nie. Also auch sehr respektvoller Umgang miteinander. Würdest du sie daten, ja oder nein? Vor dir steht eine wildfremde Person und du sagst nein. Ja, schön, wie du erzogen wurdest. Nimm alle, guck mal ihre Beine, Digga. Was ist das? Elefant, fetter Schwein, Digga. Guck mal ihren Mund, Digga. Ihre Beine, Elefant, fetter Schwein, ja. Guck mal ihre. Guck, diese die geht in ihre rein, alle. Ja, wirklich, das sind wirklich schon ganz überdimensional fette Beine. Habe ich ja gerade auch nochmal gemerkt. Hast du, guck, nicht beleidigen. Nicht beleidigen, Mama. Guck mal, ihren Mund, Bruder. Ich fahr jetzt, Bruder, hier von da, Bruder. Sie hat mich gebleidigt. Und guck mal, ihre Beine, Bruder. Wallah, was ist das? So ekelhaft. Ekelhaft, Wallah, ekelhaft. Also nein. Wallah, lieben, Bruder. Guck, ekelhaft. Leben. Wallah, nie lieben, Bruder. Wie? Nie leben, alle. Nie leben. Wir gehen mal. Leben und leben lassen. Das war auch das Motto dieses Videos. Mach rüber. Was geht? Nichts bei dir. Du bist ja auch. Ob sie jetzt noch, sie könnte vielleicht noch ja sagen, weil er hat wirklich eine nette Ausstrahlung. So, schon bekannt geworden, sage ich mal. Meme-Legende. Durch Meme-Legende, okay. Superman. Krass, dass der da mitspielt. Ein Rap-Meme. Auf jeden Fall könnt. Ein Rap-Meme? Kennt ihr die von Memes? Ich kenne die nicht. Die auf Insta folgen und diesen Meme sehen. Sag mal dein Insta-Kurs. MARTYNAAA.09. Jetzt stelle ich. Das war, glaube ich, ein Fehler, das jetzt zu sagen, aber gut. Schau mal für die Leute vor. Also ich bin Martina, 16 Jahre alt und war... 16? Ja. Martina, du weißt, was deine Aufgabe ist. Ja. Check mal Ibo Lala einmal von oben nach unten ab. Was kommt denn dabei raus, wenn diese Leute sich vermehren? Also ich meine dann, die Leute müssen ja dann irgendwann deren Rente zahlen. Versteht ihr, was ich meine jetzt? Ganz kurz. Würdest du, warum kommst du hierher? Ich will so nah wie möglich sein. Würdest du Ibo daten? Ja, nein, begründe es. Nein. warte. Wie Esel. Nein. Junge. Stimmt. Ich rede lieber wie ein Esel. Junge, du kannst dich mal Lügner aussprechen. Leise. Guck mal, der wird... Das ist ganz, ganz krank. Die Sache ist halt, das Video ist halt 100% echt. Ich fühle mich hier wie bei der Olli Geissen-Show oder so. Kennt die noch jemand? Das ist wirklich ganz schlimm, ganz, ganz unangenehm. Ich hätte aber auch nicht in meinem Horizont sozusagen gehabt, dass sowas existiert. Aber das ist ja wirklich, wirklich unfassbar. Ja, Joel, wirklich unangenehm. Jetzt das ganze Video lang keine Wörter mit Ü benutzen, weil der kein Ü aussprechen kann. Genauso wie ein Lugner oder Hutze. Alter. Hab's genommen. Machst du große oder was, Samna? Du machst auf großen Junge! Guck mal, machst du auf großen Schwanz oder was, Junge? Fragte Ibo Lala die liebe Martina. Ein Blickpoint, ne? Guck mal mit deinen 2 mm. Junge, du brauchst einen Stift, damit es so aussieht, als ob du eine Beule hättest. Was ist das? Junge, halt die F***e! Hit mal nicht ab, Junge! Es ist so schlimm. Die Sache ist, wenn manche von denen schon mehrmals in so einem Format drin waren, gucken die sich das im Nachhinein nicht an und denken so zu Hause so, scheiße, ich habe da wirklich ein bisschen unangenehm geactet. Erstens, es gibt 2 Optionen. Erstens, ich mache nicht mehr damit, damit es nicht noch schlimmer wird. Oder zweitens, ich verhalte mich da besser, um mein Verhalten rückgängig zu machen. Aber nein, sie wählen Möglichkeit Nummer 3 und sagen, ich mache da nochmal mit und toppe das Ganze vielleicht auch. Was ist denn, wenn eure Eltern das sehen? Street-Tinder. Also ich glaube, so temperamentvolle Eltern vielleicht, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht mit Klischees urteilen, aber ich würde schon vermuten können, dass die Eltern der Halbtürkin, Halbalbanerin da jetzt nicht so begeistert von wären, liebe Albaner und Türken im Chat. Also ich habe türkische und albanische Freunde, da sind die Eltern immer was strenger, sag ich mal, noch fitner jetzt hier. Was? Komm einfach nicht ab, alle. Komm mal, was ist das so?
Ne? Ja, gut. Hanau, ey. Hanau, das wird immer schlimmer hier. Mann, der braucht einen Stift. Das beste Video ist Superman, ja, no joke. So aussieht, als hätte der was in der Hose, hat er aber nicht. In deinem Mund rein. Krank. Ich will deine 2 mm nicht in meinem Mund haben. Ich hab 30 cm, Amina. Weil ich mach da. Ich hab 30 cm, Amina. Mhm. Ja, würde ich sagen, dann geht's jetzt nicht anders, als dass man ihn jetzt hier auch halt einfach dann mal rausholt, um das Ganze dann jetzt zu beweisen. Zwischen 2 mm und 30 cm. Scheiße, du Das ist halt auch ganz praktisch, der Ibo Lala, der ist sehr, sehr gut in Mathe, also vor allem in Geometrie gewesen, weil er halt nie ein langes Lineal brauchte, sondern halt immer ein geeichtes Maß hatte, ein geeicheltes Maß von 30 cm. Komm nicht rein, immer raus. Du bist doch gar nicht dran, du wurdest schon weggetindert. Hey, ich hab mal lieber aufpassen, dass der nicht ins falsche trifft. Und was hast du gegen meine Beine gesagt? Elefant, alle. Junge, Elefant. Was ist das? Elefant? Was ist Elefant? Elefant. Irrelevant. Bro, zitier. Was ist ein Elefant? Wieso ekelhaft? Guck mal, dein Bein. Du sollst mal beschreiben, was... Junge, geh dich mal rasieren und deine Seiten. Guck mal, wie du aussiehst. Junge, Ibro, bevor du hier mit mir redest, mach erstmal deine Seiten auf Siffel. Das ist ja peinlich, so rumzurennen. Warum hast du nicht geduscht? Seit wann? Dass man anhand... Also mach dir erstmal deine Seiten, ist aber auch wirklich ein sehr, sehr harter Vorwurf jetzt hier von der Martina. Sie sieht aus wie ein Mammut, alles. Sie sieht aus wie ein Mammut, so behaart. Guck mal, guck deine Nase, Tose, ekelhaft, alle. Und hier sind Kinder dabei, hier sind Kinder. Und das wird denen vorgelebt. Guck deine Nase, Tose, so ekelhaft. Ja, und meine Nase ist länger als ein Nein. Bitte, hört doch jetzt auf. Es ist schlimm. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wallah, wie du bist, du bist so. Ich lese gleich. Wallah, das kommt nicht in YouTube. Wallah, kommt nicht in YouTube. Wallah, das kommt nicht in YouTube. Ich glaube, diese Geschichte war nicht wahr. Wallah, kommt das nicht. Wallah, das kommt nicht. Wallah, danke. Aber Wallah, was ist das? Ich zitiere nochmal für dich. Meine Nase ist länger als dein jemals sein wird. Warte. Ich glaube, sie will meine Krampf. Dieser Diss war so hart, dass er gesagt hat, das kommt nicht auf YouTube. Okay. Haben, Junge, pass dich mal in dein Lineal, so klein ist der. Ja, es reicht doch jetzt, Martina. Merkst du nicht, dass es nicht besser wird? Bruder, warte. Los. Der hat so groß Aber ich rede ja nicht mit dir, ich rede mit dir. Du streitest ab, dass du einen kleinen hast. Bruder, man sieht's doch. Du hast nicht mal eine Beule in der Hose, Zimmer. Ich muss ganz kurz runterkommen. Ich hoffe, ihr verzeiht es, weil ich habe das noch nie erlebt. Das ist das unangenehmste Video, was ich, glaube ich, jemals geguckt habe. Wirklich jemals. Oder nicht. Die hier immer regelmäßig bei Twitch dabei sind, haben die schon mal was Krasseres geguckt als das hier an Unangenehmlichkeiten? Kommt mal runter, bitte, Hanau. Es wird ja immer schlimmer hier. Komm mal kurz runter. Also, Martina, warum würdest du ihn nicht daten? Begründe es uns kurz nochmal. Weil, guck mal, wie der sich benimmt. Guck mal, alle Videos, der macht so... Junge, der geiert einen Stift, damit es so aussieht, als hätte der was in der Hose. Junge, wie peinlich ist... Du hättest doch einfach sagen können, guck mal, wie er sich benimmt und das wäre dann okay, aber... Wo ist der Stift? Ja, stimmt, das ist genau krasser als Transformers mit Kanyavi, ja. Stift, meine Stift. Pennymarkt war sympathisch dagegen, ja. Um abzustreiten. Ich muss das skippen. Ich muss bis zum nächsten Kandidaten skippen, weil die Martina und der Ibuprofen hier, das ist mir zu viel. Das ist mir wirklich. Bro, die sind immer noch dran. 3 Minuten jetzt noch. Wallah, ich wollte das machen, Bruder. Sie gibt Hand, ich mach das wieder. Wallah. Wieder. Ich geb dir nicht die Hand, der macht so. Es reicht doch, Freunde. Bitte. Ich bin 16, ich hab meine Fresse, schäm dich. Hey, ich will weitermachen. Stell dich mal vor. Mein Name ist Dachil. Okay, so. Vielleicht ist ab jetzt wird's niveauvoll, könnte ich mir vorstellen. Weil die einfach gesehen haben, wie man es nicht macht. Ich bin 18 Jahre alt. Check mal das Mädchen hier einmal von oben nach unten ab. Das ist nicht gut, dass Ibuprofen wieder daneben steht und ihm was ins Ohr sagen will. I've been really trying, baby. Jetzt sag mal, würdest du sie daten, also mit ihr was essen, trinken gehen? Sie ist hübscher und... warte. Sie hat eine grünen Augen und schönen Haare und... So, das ist doch nett.
Ja, sie aber ey, er ist ehrlich, okay? Und sie ist mein Typ. Ich sage sie ist sein Typ, okay. Sie hat grüne Augen und schöne Haare. So. Echt? Sie gefällt. Und er ist 18, also so. Ja. So macht man das Hanau. Nicht so wie... Genau. Ein richtiger Casanova. Ibo, okay, also... Hoffen wir, dass sie jetzt auch 18 ist, ne? Ein Jahr von dir. Ja. Okay, jetzt hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Hi. Hi. Wie geht's? Gut. Ich finde, sie passt gar nicht in dieses Video rein, muss ich ehrlich sagen. Mir geht's auch gut, danke. Stell dich mal vor. Also, ich bin Theresa, ich bin 17 Jahre alt. Dann check. 17, oh. Da muss man hier die Elternpermission reinholen, oder was? Du mal ihn einmal von oben nach unten ab. I've been really trying, baby. Verliebt. Direkt verliebt. Die sind jetzt ein Paar mittlerweile. Das Video ist ein Jahr alt, die sind mittlerweile ein Paar und haben sich schon verlobt. Also, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Hör auf, mit dem Kopf zu wackeln. Der nickt. Ey, der nickt. Also, schon, ja. Also, von der Hautfarbe her stehe ich voll drauf. Locken, Style eigentlich auch. Also, okay. Eigentlich, ja. Ja. Locken ist ja Trend geworden. Perfekt. Schön. Gut, dann rein in die Masse. Okay. Ja. So macht man das. Also, hier geht was essen? Er muss gucken. Gibst du aus? Gibst du aus? Achso, ich dachte, das hat er hier gerade gefragt. Hier. Auf deinen Nacken, komm, gib durch die Hand. Ja, ja. Hand. Küss ihre Hand. Gentleman. Küss gut. Okay, ey, wir haben ein Date. Erstmal Applaus. So, Leute, dass das noch hier passiert, hätte ich auch nicht gedacht. Wir haben erstmal zwei Neins hatten wir als zweites. Als erstes hatten wir ein Ja, ein Nein. Und jetzt haben wir zwei Ja's. Das ist wirklich auch ein Handshake im Mord wert. Schön, dass das Video doch noch harmonische Wendung genommen hat. Das ist, löst in mir gerade wirklich Glücksgefühle aus. Schön. Okay, wir gehen eins weiter, komm her. Wir fangen mal hier an, komm. Wen haben wir jetzt hier? Maria. Maria Mangiare. Check mal. Maria Mangiare. Was hat jetzt Essen damit zu tun? Okay. Thierry Henry Arsenal. Einmal von oben nach unten ab. I've been really trying, baby. Maria, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ja. Ja? Der ist hübsch, der sieht nett aus. Und ein bisschen lauter. Der ist hübsch, der sieht nett aus. Und also, er kann halt froh sein, dass er gerade schon seine Rente gezahlt bekommt, denkt er sich wahrscheinlich hier, oder? Der ist hübsch, ja, der sieht nett aus. Gutes Style. Ja, ist wirklich auch relativ hübsch. Der gefällt dir. Ja. Wir haben noch ein Jahr, okay, also ja. Ja. Oh, kann ich lese gleich vor? Gut, jetzt gehen wir mal rüber. Guck mal, ich habe keinen Friseur, Bruder, gar nichts. Ich bin jetzt gerade von Arbeit gekommen. Ist doch gar kein Problem. Ist doch kein Problem. Extra für Maria Mangiare, Alter. Komm. Du bist ja bekannt. Check, ich muss sie mal. Ich vorstellen, ja. Doch, mach mal. Ich muss nicht. Okay. Jeder kennt mich. Ja, stimmt. Krampf. Also, oh. Abgehoben ist er auch. Also entfolgt ihm mal schnell alle. Danke. Spaß. Check sie mal ab, einmal von oben nach unten. I've been really trying, baby. Oh gut, du hast die positive Antwort gehört. Okay. Bruder. Jetzt sag du, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Guck mal, ich hab gegen sie nichts. Ja? Deswegen würde ich sagen, okay, sie ist hübsch. Ja, sie ist, aber du weißt doch, ich bin vergeben, weißt du? Warum machst du dann damit? Der kommt direkt nach der Arbeit zu einem Street-Tinder und sagt, nee, ich würde sie nicht daten, weil ich habe eine Freundin. Das ist krass, wie wenn du im Restaurant einen Tisch reservierst, gehst dahin und der Kellner fragt dich, jo, hier hast du die Karte, was willst du essen? Guckst du durch und sagst so, du, ich nehme nichts, ich habe eben schon gegessen, danke. Bro, warum, was, hä, also... Ich habe eine Freundin. Oh, du hast eine Freundin. Weiß Bescheid. Ich habe eine Freundin, deswegen. Was ein anstrengender Arbeitstag. Erstmal Körbe bei Street-Tinder verteilen. Ja, Nico, ich glaube, genau das war sein Gedanke. Würde ich sie nicht daten, weißt du? Ja. Ich will sie nicht daten, weil ich Freundin habe. Wenn ich aber hättest du keine, dann vielleicht. Trotz ihr Schminkel. Ja, aber auf jeden Fall, also nicht so viele Schminke. Dieses Mal sage ich Schminke. Ruhig doch mal. Wenn jemand sieht mich, sage ich Schminkel, Digga. Aber also du würdest sie auch daten? Nein. Dann hättest du keine Freundin. Das war auf jeden Fall Hanau Eskalation. Mir fällt gerade so eine Last von den Schultern ab. Wir sind durch. Wir haben es geschafft.